So, dann würde ich mal sagen, können wir eigentlich mit dem Ding anfangen, oder? Wollen wir mit dem guten Hugo heute anfangen? Mit dem. Hier. Ah, die haben ja sogar Smash als Thema. Ah, Quatsch, das hier ist Monte-Reaktion. Das hier ist das Hugo-Video. Also die Frisur von Smash ist ja auch das Jugendwort des Jahres geworden. Gab's da irgendwie eine genaue Auflistung, welches das Jugendwort des Jahres ist? Ranking. Diese Vorschläge. Steht da irgendwo die genaue Reihenfolge, wie das war? Guck mal hier. Bodenlos bekam 33%. Macher 24. Was gar noch? Okay. Dann Quick Math. 33 plus 24 sind 57. 100 minus 57 sind 43. Okay, 43% haben Smash gewählt. Bodenlos 33 und Macher 24%. Was war noch alles vorgeschlagen? Gomme Mode. Habe ich tatsächlich nur dieses eine Lied mal gehört. Ich weiß nicht, was das heißt. Da steht unendlich stark oder unbesiegbar, aber keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Zu von Ronaldo habe ich, glaube ich, auch als Ding drin. Momentchen. Wo haben wir den? Hier haben wir den. Smash, Wild, Digger, Macher, Bodenlos, Slay, Sus und Pro, Bruder. Okay, die sind ja auch schon ewig wahrscheinlich drin. Sus ist eher schon ein, zwei Jahre her, der große Among Us-Hype. Slay habe ich tatsächlich nicht wirklich oft gehört. Bodenlos, ja gut, hört man schon häufiger mal. Macher auch. Digga, ja, ist halt auch nicht unbedingt ein Wort von diesem Jahr. Was dieses Jahr groß war, das war schon die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre groß. Wild Wild auch. Smash habe ich tatsächlich auch nicht so oft gehört. Na klar, kennen wir das Meme, aber so oft haben wir das auch nicht gehört. Hier Ronaldo halt. Ronaldo-Ausruf. Gomme-Mode gefühlt auch nie gehört. Aber naja. Schauen wir mal, wer hier mit wem smasht. Also die Frisur von Knossi finde ich so scheiße. Aber Der hat doch safe die Haare gefärbt, oder? Knossi hat doch safe die Haare gefärbt. Das ist mir schon die letzten paar Videos aufgefallen. Die Frisur ist. Da hat Rymax schon recht, die sind nicht unbedingt die beste. Aber die Haare, die sehen so gelb aus irgendwie. Irgendwie sind die zu gelb. Irgendwie passt da was nicht. Die Haare sind doch safe gefärbt, oder? Da kann mir doch keiner weismachen, dass die nicht gefärbt sind. Der hat doch keine gelben Haare. Aber jetzt ganz ehrlich, so sieht's doch richtig sympathisch aus, oder? Wer ist Team nach vorne? Eins. Wer ist Team geleckt Steuerberater? Zwei. Bist du dieses Jahr bei Craft Attack dabei? 2 Wochen Timeout. Das ist eine dumme Frage. Wer ist gerade die beste Mannschaft der Welt? Der Strubel schreibt KSC und denkt, er ist witzig. Oh, er spammt sogar rein, dreimal. Sehr. Findest du auch? Ja, irgendwie passt mit der Frisur was nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Warum hat er eigentlich seine Krone nicht auf? Schön, viel Spaß mit 10 Minuten Timeout. Einer gemeint, soll ich mal selber googeln. Ich soll oben P eingeben. Hier kriegst P. Was läuft? Willkommen naja, zum Chef nächsten Strobel. Video. Ey, schon wieder Twitch 399 abgebucht für irgendeinen Streamer, Alter. Welcher Wichser ist Warte, warte, im warte. Video? Ey, schon wieder Twitch 399 abgebucht Ah, da hat irgendein Abo.
Irgendein Streamer, Alter. Welcher Wichser ist es jetzt? Ich habe wirklich nicht viele abonniert, aber jeden Tag kommt eine Meldung, wie ich 3,99 € für einen Sub gezahlt habe. Ich weiß nicht bei wem. Ehrlich, Peter, Mickey. Okay? All good, Chat. All good. Und hier haben wir zwei trojanische Pferde. Was okay? ist das? Was machst du da? All good. Und hier. Ach, das ist Justin und wer ist das andere? Wer ist MS Pascal? Kenn ich nicht. Wenn das der Justin ist, dann kenne ich den. Ah, den anderen? Wer ist MM Pascal? Sag ich tatsächlich gar nichts. Ja, mit zwei trojanischen Pferde. MM Pascal und Justin, Bro. Guck mal, nur Liebe an Justin, nur Liebe an Justin. Aber ich weiß nicht, ob Justin weiß, dass er überhaupt noch einen Twitch-Account hat. Hier werden mir im Monat 3,99 € abgebucht. Nur Liebe an Justin. Ja, selbst schuld, Sascha. Das. Oder was ist das denn hier noch? Also das macht gar keinen Sinn. Das muss aber wirklich. So nicht, Minion. Wie lange bin ich jetzt ab? 31 Monate. Das ist auch so ein geiles Meme. Das ist nicht, so nicht, Minion. Justin kennst du auch, aber den anderen nicht. Ja, bei mir auch. Aber vielleicht kenne ich den anderen vom Sehen. Aber der Name sagt mir tatsächlich gerade auch nichts. Keine Ahnung, wer das ist. Sascha wird ihn wahrscheinlich kennen. Vielleicht. Du bist hauptverantwortlich für den Peso-Umsatz. Solution. Medi. Achso, der ist oben drüber. Keller. Ja, das sind alles Jens. Die FIFA-Leute. Jens mit der komischen Frisur. Montana Black. Schelle zum Abholen. Wieso ist das hier so in der komisch, Digga? Warum gucke ich das in 480p und warum fällt mir das nicht auf, Digga? Ich habe Kontaktlinsen drin und mir fällt es nicht auf. Na, bis Sonntag. Sonntag, 30. Ich krieg hier einen Epilepsie. Digga, was ist hier los jetzt? So, jetzt aber. Ah, den Struggle kenne ich tatsächlich auch. Ich weiß tatsächlich nicht genau, auf welche Tastenkombinationen die Klammern sind oder Dollarzeichen oder sowas. Ich weiß nicht, bei welcher Zahl das ist. Das ist auch gefühlt bei jeder komischen Tastatur anders. Wobei hier die Dollar und Prozent und sowas, die wahrscheinlich nicht. Also diese Druckzeichen auf der Tastatur ist gefühlt immer woanders als woanders. Hier auf der Tastatur ist Druck irgendwo anders, wo es auf dem Laptop bei mir nicht ist. Und ich habe keine Ahnung warum. Irgendwie, das macht für mich keinen Sinn. Tastaturen machen keinen Sinn. Von ihrem Aufbau her, von wo die ganzen Sachen stehen. Das ist so bodenlos, das Foto, Digga. So dämlich, Alter. Da habe ich noch diese dämlichen Ohrringe getragen, diese Cap, I am your father. Wie alt ist das Foto her? Wie alt ist das Bild her? Das sieht mir, wenn ich Monte Volker ebenso sehe, mit dem Vergleich. War das 2013 oder 2014 rum? Kann das sein? War da vorhin sogar war da ein Bild abgebildet, ein Datum abgebildet? Ich hab diese dämlichen Ohrringe getragen. So, wo. Ja, jetzt aber. Warte. Nee, ich will kein Datum, wann es gepostet worden ist. Aber ich schätze mal so zu gegen 2012 rum. Oder 13 rum, 14. Da habe ich noch diese dämlichen Ohrringe getragen, diese Cap I am your father. Und es gab noch keine. Und es gab noch keine Gesichtstattoos. Ist meine Tür, da ist ein Loch drin. Ja. 8 Jahre, würde ich auch sagen, 8 oder 9 Jahre, ja, 13, 14 rum.
Würde ich schon sagen. Warum? Hier ist Dreck. Unüberschaubares Chaos. Stapelweise Kartons und Dreck. Hier ist dieses Elektro-Ding da, was du auch mal hattest. Drecksding da. Da ist so ein Geschirr und so. Ja, Mann. Ah, das ist mein Mausfeld. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Der 8-Tages-Stream. Alter, das müssen auch wilde Zeiten. So Nintendo 3DS oder Nintendo. Das ist keine normale 3DS, das ist ein 2DS irgendwas. Nee, kein 2DS, sondern. Ich glaube, das ist so ein New 3DS XL oder sowas, keine Ahnung. Das waren auch schon wilde Zeiten damals. Ich wünschte, ich hätte eine Capture-Karte für 3DS oder sowas. Habe ich dabei leider nicht. Aber ich mochte die Nintendo DS-Reihe. Die kann man halt überall praktisch mitnehmen, Switch eigentlich auch, aber ich fand die Dinger halt noch wirklich entspannter als zum Beispiel die Switch. Das war die Kindheit, ja, definitiv. Meine erste Konsole oder mein erster Handheld damals überhaupt war der originale, der blau-graue Nintendo DS. Ich habe den sogar noch irgendwo. Und ich glaube, ich weiß auch, wo ich den hab. Aber ja, das war wirklich Kindheit. Mein erstes Spiel damals, Pokémon Ranger. Ich habe damals mein Nintendo und auch Pokémon Ranger zu Weihnachten bekommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches Jahr war es. 2005 oder 2006 rum. Aber eins von den beiden Jahren auf jeden Fall. Ich denke mal 2006 rum. Da war ich 7, erste Klasse. Ja, das kommt hin. Ich glaube, 2007 kommt das hin. Da war ich. Nee, 2007 war ich 2. Klasse, oder? Ja, mit 8 ist man in der 2. Klasse. Aber ja, ich glaube, das war entweder 6 oder 7. Dann deins war der Gameboy. Was war dein erstes Spiel? Welcher Gameboy? Der richtige originale Gameboy? Dein erstes war. Ah. Also schon oldschool. Also hast du schon relativ zu Anfängen der Handheld-Zeiten deinen ersten gehabt. Ja, das waren halt noch einige Jahre vor mir, als ich. Ja. Meine erste Konsole war Nintendo DS. Da war ich 7 oder 8. Also ich bin 99er Jahrgang, also der Game Boy oder zum Beispiel auch Super Nintendo oder nur der Nintendo Entertainment System oder auch Game Boy Color oder GBA waren halt wirklich vor meiner Zeit. Genau, so, und jetzt nichts drücken, sondern du sagst mir, was da jetzt steht für Sachen. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, das ist irgendwie eine Schrift. Nein, da steht auch auf Deutsch. Oh. Oh mein Gott, nochmal! Ja! Minecraft, braucht man für Minecraft viel Zeit, um reinzufinden? Weil Minecraft. Ich hab's noch nie gespielt tatsächlich. Ich bin einer der wenigen Menschen, die noch nie Minecraft gespielt haben. Das wäre halt wahrscheinlich mal so ein Spiel, was man für 2 Wochen mal gut spielen könnte. Maybe schauen wir mal in Minecraft rein in eins der nächsten Streams. Ist auch kein allzu gefährlich, allzu schweres Gameplay, glaube ich. Ich glaube, das wäre halt wirklich mal interessant für zumindest mal einen Stream oder einen Tag zum Spielen. Wenn es mir dann gefällt, kann ich ja immer noch weiterspielen. Das hol's ja nicht. Der Chat ein bisschen verzögert. Ja, ich bekomme aber alles mit, tatsächlich. Ich bekomme alles mit. Also kein Problem. Aber Minecraft wäre halt wirklich ein Spiel, was mal interessant wäre für einen
für einen, für einen Stream, für zwei Streams oder sowas. Und ich glaube, das hat kein allzu langes Gameplay oder so. Gibt's auch für die Switch, dann habe ich das Problem definitiv nicht mit dem PC. Dass der PC relativ schlecht ist. Ja, muss man mal gucken. Müssen wir mal gucken. 9 Dias! Hey, das ist unfair! Warum ist das unfair? Nein, Spaß, wir teilen die auf, also wie. Abo wird von seinem Sohn hops genommen. Nice. Minecraft ist eigentlich sehr einfach. Und es ist, glaube ich, so ein Spiel, was nicht lange. Also Minecraft hat ja, glaube ich, keine Story oder sowas. Ich glaube, Minecraft ist wirklich so ein Spiel, was man mal für 2 Tage spielen kann, dann ein Jahr lang weglegt und dann nach einem Jahr wieder zurückkommt für 2 Wochen und dann wieder weglegt oder sowas. Ich glaube, Minecraft wäre halt wirklich mal eine Idee für die nächsten paar Wochen. Mal gucken. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Idee. Kostet, glaube ich, auch gar nicht mal so viel. Kostet überhaupt noch was? Ich habe keine Ahnung. Früher hat es ja mal ein bisschen was gekostet, glaube ich. Weil keine Ahnung, wie viel es heute ist. Oder ob es heute überhaupt noch was kostet. Ich habe es nie gespielt bisher. Was machst du, wenn du zu früh kommst beim Muss der Kollege an. Okay, dann danke schön, dass du da warst. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und viel Spaß morgen bei der Arbeit. Und wenn du willst, auf dem YouTube-Kanal auf Brillant wird dann demnächst auch die restliche Reaction hochgeladen. Also es dauert noch ein paar Tage, aber dann kommt die Reaction auf hier auf das Video auch auf YouTube, wenn du dir die Reaction gerne fertig anschauen möchtest. Das ist wirklich Ron. Also es ist wirklich Ron. Also jetzt nach der Aussage merke ich, es ist Ron. Er ist es. Ja, bis zum nächsten Mal. Ist wirklich. Da sind ja alle dabei. Zu dritt an der Playa. Inscope. Gute Ron. Form gekriegt. Warte, ist. Das ist doch nie im Leben Inscope, oder? Das nie im Leben ist das Inscope. Nie im Leben ist das Inscope. Knossi erzählt ihr Mist. Das ist nie im Leben Inscope. Das ist doch nicht Inscope. Nein, das ist nie im Leben Inscope. Hey, Tim Gabler, wann kommt der nächste Podcast mit Christian Lindner von der FDP? Sagt er, ich hoffe, du kannst pissen. Ich so, I'm a throat goat, natürlich kann ich pissen. Dann zieht er sich auf. I'm a was? I'm a throat goat? Was? Throat goat? Sicherheitsgurt? Was für ein Gurt bist du denn? Joghurt. Ein throat goat? Ah, Knossi. Das war die doch, Schatz. Das ist die doch. Ich stehe da, kommt eine raus. Ich komme gerade aus der Show, stehe wie immer beim Döner, ne? Wie immer, bei Toni, beim Dönermann. Geile Show, weißt du, was heute Abend noch fehlt? Dass du mich... Ich denk so. Ich guck die Frau an, sag ja, ja. Das Lied, ich glaube, Other Side of Love von Florida, ist ein Banger, ist ein Banger. Muss man schon noch sagen. Würde. Dich jetzt mal, gell? Ja, jetzt ist gut, jetzt reicht. Boah. Hallo? Ja? Bro, du musst aufhören zu reimen, Mann. Kannst du nicht machen, das ist so ass. Das ist das Peinlichste, was ich in 3 Jahren seit der Hugo jemals gesehen habe. Ich habe die Brille nur auf, dass ich ein bisschen schlauer Birke. So kriege ich auch eine Frau namens Birke. Deli, 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 deli.
Ich glaube, den Tanz mache ich auf der LAN. Feierst du dich nach der Scheiße so sehr? Das ist so peinlich. Chef Strobel schon, Ehremann. Digga, aber doch ein bisschen krass weggerimt. Kennst du dich mal, wenn du Just for Fun bomben? Der nicht irgendwelche krassen Clips, wo ich irgendwie mal klatsche oder so. Das juckt keinen dein Gameplay. Ich hab einen riesen dicken K*** im Auge gehabt. Gerade zu viel, Chef Robert, komm, mach mal hier was Lustiges rein. Craft Attack, bist du eigentlich dabei? Ja. Ah, Digga, noch zu deiner Masterarbeit, was ich dir auf WhatsApp schon mal geschrieben hatte, weil ich da noch ein paar... Ich habe heute im Stream nur Winsome Rank gemacht, doch hätte ich gerne die vorherige Nacht mit dir verbracht. Deswegen stimme einem Date zu und schon steckt mein Tag in dir im Nu. Chef Strobel, einfach neue Shakespeare, einfach neuer Goethe, einfach neue... Chef Strobel, einfach Lyriktalent. Einfach dein Maul. Genau, Monte, meine danke, Worte. Danke. Carsten. Oh mein Gott! Ich hab mich so erschrocken. Ach du Kacke, ich muss schon wieder aufs Klo. Ich hab mir gerade fast in die Hose gepinkelt. Das war gerade kritischer Hase. Fast eine nasse Nase. Kritischer Hase, lange Schlange, Nase. Hey, Lipsticks, Nasenhaare, 2 Euro. Was kam zuerst, die Nase oder Carsten? Als erstes kam deine... Warum müssen wir alle aussehen wie copy-pasted Puppen? Klar, immer hier ein paar Nasenjokes bei mir, haha, hi, aber meine Nase macht mich irgendwo auch aus, Digga. She offers me protection. A lot of love and protection. Ich gönn Kilian und das wirklich vom Herzen. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit den beiden noch entwickelt, Alter. Das kann nur amüsant werden. Ready to fight. Ja, heute. Selbstständigkeit. Selbstständig. Selbstständig bedeutet selbst und ständig. Das sieht aber auch wild aus, irgendwie. Selbst und ständig. Ja, das ist jetzt nichts besonders krasses, ist halt aber die Physik oder so. Das einfach unter Wasser so richtig, richtig weiß, wie so ein Käse oder sowas ist. Und dann durch das Nicht-Einfall und im Dunkeln halt das Gesicht relativ dunkel wirkt. Das ist schon, sieht schon wild aus, tatsächlich. Es wirkt halt extra, es wirkt nicht. Es sieht aber schon halt so ein bisschen fake aus, im Sinne zu Photoshop oder sowas. Ist halt aber wahrscheinlich, denke ich mal, real. Einfach wegen Physik des Wassers und sowas, dass halt unter Wasser ja Körper oder auch andere Gegenstände einfach anders aussehen. Und halt dann über Wasser mit dem Lichteinfall, Schatten und sowas. Und ja. Sieht aber wild aus. Er küsst auf die Wange, das mache ich bei meiner Mama, aber nicht bei Freunden. Ja, weil du keine Freundin hast. Mann. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Das Jugendwort Smash. Des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen. Ja, nur hat das. Aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Studio, wenn wir zusammenarbeiten, also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja. Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Nee, also, das meine ich jetzt. Das war schon hardcore unangenehm. Was für ein Sender ist Phoenix? Ist schon hardcore unangenehm. Das werden im Live-TV zu gucken. Wenn halt nur Zuschauer über 50 oder sowas zuschauen, ist es kein Problem. Aber wenn da irgendjemand unter 30 oder sowas zuguckt, dann ist es schon hardcore unangenehm. Nicht das Abschleppen mit. Oh mein Gott, ich hab 20 giftige Sacks bekommen. 20 giftige Sacks. Ich muss mal gucken, was war das für ein TV-Sender? War das Phoenix oder was? Welt. Den gucken wir nochmal ganz an. Welt, Smash.
Ja. Tja, Fanny, das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen. Ja, Boomer, Alter. Spaß. Aber ja, Smash kaputt machen, ja, ist halt schon Ewigkeiten her. Smash, das ist jetzt auch kein altes und neues Wort tatsächlich. Also, man, mit ein bisschen popkultureller Ahnung und sowas hätte man das schon wissen können, dass Smash eigentlich was anderes bedeutet. Aber ist schon lustig. Zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders. Aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen. Ihr Gesichtsausdruck. Einfach geil. Zusammenarbeiten. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Nee, also das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen, mit jemandem abhängen, sagt okay. Man doch da, oder? Schon, schon wild, wie er einfach ernst bleibt und sie sich denkt, Bro, was laberst du gerade für eine Scheiße, live im TV. Und das war schon, was live im TV? Ich hatte Welt, einen Live-TV-Sender. Keine Ahnung. Also das ist schon hart unangenehm. Da gibt es gleich Ärger später, glaube ich. Ah, siehst du mal. Naja, Smash hat sich auf jeden Fall durchgesetzt mit 43% im Voting, klar gegen seine Konkurrenten. Auf Platz 2 mit 33% bodenlos, bedeutet mies oder unglaublich schlecht. Auf dem dritten Platz, ja, mein Favorit, das Wort Macher, Carsten. Du bist ein Macher. Ja, aber wie gesagt, also hier steht auch, dass das heißt, dass man mit jemandem abhängen will, das sagen die Jungen. Also dass man irgendwie, weiß ich nicht, zusammenarbeitet und dass man, wie gesagt, naja, das ist halt die Jugend. Ich bin raus aus dem Alter, ne? Ich auch. Das sollte man sich zurückhalten, genau. Es kann. Ich glaube, die hat sich gerade in dem Moment, wir gucken es gleich nochmal komplett an, schiefgehen. Schon hardcore unangenehm gefühlt. Was müssen wir heute für das Wetter? Mit welchem Wort lässt sich das? Ach, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Tja, Fanny, das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas. Achte mal auf den Gesichtsausdruck von ihr. Die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist einfach wild, Alter. Einfach wild. Naja. Smash wird als Verb verwendet meistens. Und er so. Abschleppen, Alter. Nee, also. So ich bin jetzt gut und sage, ich smash einfach gerne mit dir. Das ist schon wild, Alter. Das hat doch bestimmt auch schon 1 Million Aufrufe. Nee, nur 40.000. Nein, Carsten, es gibt keine Stress, glaube ich. Was ist denn mit Carsten los? Auch passt er hoch. Ja, true. Okay, das war nice gerade.